So, hier hinten sind dann... Ich könnte dann auch einen Bus... Ist hier irgendein Bus? Ja, da geht's lang. Aber zum Bahnhof führt keiner, da wo er eigentlich hin müsste, ne? Cool. So, 45.000. Wir haben jetzt genau Geld für den Bahnhof. So. So. Ja, schön, dass du dich da bildest, Zug. Schön für dich. Halt, das sieht scheiße aus. Das sieht einfach nur scheiße aus. Hoch. Jawohl. Passt. Perfekt. Jetzt Zug. Ja, er Zug, er fährt. Jetzt muss er ganz langsam über dieses Geschlängel fahren. Ob eine U-Bahn da vielleicht schlauer wäre, ich weiß nicht, aber der Zug, der kann halt größere Strecken zurücklegen. Außerdem hat er eine Kapazität von 240. Das ist schon nicht schlecht. Oh, alter Schwede. Da sind aber gleich ordentlich Züge unterwegs hier. Ab unter den Müllberg durch. Dann geht's hoch. Und dann hier oben drauf. Fertig. Ich könnte noch die Bahnhöfe benennen. Moment. Pause. Entleeren. Dankeschön. Ja. Irgendwie den Zug zuzugucken ist nicht besonders spannend durch Tunnel. Ist nicht besonders spannend. Hat er da schon irgendwelche Passagiere aufgenommen? Nö. Dafür ist die Zuglinie noch einfach zu neu. Da gibt es ja auch einige Mods in Anführungsstrichen, die das Aussehen der Züge verändern. Gut, das heißt, ich bleibe meiner Linie treu. Keine gemoddeten Sachen. Ganz normal. Zwei Bahnhöfe. Der Grund, warum ich zwei Bahnhöfe baue, ist ein ganz schlichter. Und zwar, der Bahnhof, halt, das ist ein Güterbahnhof. Der Bahnhof ist mit der Außenwelt sozusagen angeknüpft. Das heißt, da kommen dann diese ganzen Touristenzüge. Hier, der Bahnhof, ist dafür zuständig für die innerstädtischen Probleme, nenne ich es jetzt mal. Oder für den innerstädtischen Verkehr. Wenn ich jetzt die Linie hier ganz normal da anschließen würde, wäre das Problem, dass es tatsächlich Züge gibt, die dann Touristenzüge, die einfach durch den Bahnhof durchfahren würden und hier hinterfahren würden. Das wäre blöd, das will ich nicht. Deswegen habe ich zwei Bahnhöfe gebaut. Den Luxus gönne ich mir. Ich nenne den Hauptbahnhof. Halt, Hauptbahnhof steht da ja schon. Bahnhof. Ausland. Das geht ins Ausland. Und das ist der Hauptbahnhof. Innerstädtisch. Hauptbahnhof innerstädtisch. Und das ist der Bahnhof Ahornhöhen. Ahornhöhen. Bahnhof Ahornhöhen. Stimmt ja. Wird aber auch nicht viel mehr als eine Zuglinie geben. Weil hier wird auf jeden Fall dann noch ein bisschen mit U-Bahn gebaut werden. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt, Kollegen? Also, wie schaut es mit der Aufnahmezeit aus? Ich brauche mal was zu trinken. 1 Stunde 20 Minuten. Muss ich einiges von dem noch vorspulen? Ja, da entstehen schon ein paar Parts, aber ich brauche ja leider für die ganze Woche. Das Abitur-Lodderleben ist vorbei. Ab Montag
also für euch schon Vergangenheit, für mich noch Zukunft, geht es in den Praktikantenjob. So, wir brauchen auch, seltsamerweise brauchen wir jetzt auch Arbeit. Ah ja, weil die hinten jetzt auf einmal doch alle wieder besetzt sind, die Stellen. Es wird, Moment, wird er benutzt? Nein, er wird nicht benutzt, das ist schlecht. Wir sorgen mal dafür, dass er benutzt wird. Halt, wir brauchen Buslinien. Und zwar hier eine Buslinie. Das ist einfach nur die Expresslinie. Und ja, dann brauchen wir irgendwie noch eine, die zum Bahnhof führt, ne? Dann machen wir hier hinten das. Ich meine, was soll der Geiz? So. So. Und E. Dann kann man so fahren, so fahren. Und so fahren. Heilige Scheiße. Was soll jetzt das? Wieso kann ich jetzt nicht einfach... Ja, so. Wieso kann ich jetzt da nicht einfach hinfahren? Hm, merkwürdig. Da auf die andere Straßenseite kann ich nicht. Einfach so. Da kann ich es wiederum jetzt. Mach ich halt da unten noch eine Haltestelle hin. Hä? Wieso kann ich da keine Haltestellen hinbauen? Was ist das denn für eine Scheiße? Sind es Einbahnstraßen? Nein, sind es nicht. Oh doch! Das sind Einbahnstraßen, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein, dass das Einbahnstraßen sind. Da habe ich aus Versehen... Oh, da habe ich aus Versehen... am Ende Einbahnstraßen gesetzt. Ach du Scheiße, natürlich. Dass das dann nicht weitergehen kann, ist klar. Ach, ja, natürlich. Alter, ey, grobe Baufehler. Baumängel. So. Das geht dann hier runter. Hier dann zum weiteren Campus, nenne ich es jetzt mal. Dann hier zum Bahnhof. Die Straße wäre eigentlich schlau weiterzuführen, ne? Das wäre gar nicht so schlecht. Nahtstelle da einfach wieder das Ganze weiterzuführen. Geht ganz normal die Straße weiter. Ganz gerade. Richtig langweilig. Und dann gibt es ein bisschen Kurve. Geht's da rein. Dann brauche ich hier bitte das. Haltestelle verlegen. Ja, ist doch alles okay. Ich habe doch nur ganz kurz die Haltestelle verlegt. So, dann bitte zurück. Hier hoch. Und fertig. Dankeschön. Und go. Vielleicht nutzen jetzt auch mal ein paar den Bahnhof. Und nicht nur mit dem Bus. Bus ist eh total überfüllt, Leute. Lasst sein. Nutzt lieber einen Zug. Jetzt ist hier auch wieder das leer. Ist ja gut, dass die Deponien leer sind. Das heißt ja, dass genug Müll verbrannt wird. Apropos Müllverbrennung. Müllverbrennung! Genau so läuft das in echt auch. Sie schreien los, wenn sie eine neue Müllverbrennungsanlage bauen können. Ach ja. Okay, das heißt, hier habe ich schon mal dafür gesorgt, dass auf jeden Fall eine Verbindung ist für hier. Große Frage ist natürlich auch, ob ich es dann hier auch weiterziehen will. Das wird dann die Zukunft zeigen. Wahrscheinlich eh. Also. Ja. Haben wir denn schon Pläne für weitere Ortschaften? Also wir haben hier die Ahornhöhen. Wir könnten hier auf jeden Fall noch eine Ortschaft vertragen. Wieder eine Autobahn.
da kann ich eigentlich gleich schon sagen, dass die hier definitiv zwischen den Autobahnen verläuft wieder. Das gibt es ja in der Hinsicht her. Die Ahornhöhen werden noch ein bisschen verlängert. Was haben wir hier? Den Immergrünhügel. Das ist... Nein. Die Immergrünfläche. Leute, das ist kein Hügel da. Ja, die Leute scheinen da ein bisschen sauer zu sein. Welche Leute denn? Also, please. Kleiner Kreuzverkehr. Dankeschön. Dann brauche ich eine Brücke darüber. Du Scheiße. Wie hässlich ist das denn? So. So. Genial. Genial, sage ich dazu nur. Das ist doch mal eine schöne Brücke. Und zwei Kreisverkehre. Über einen schönen lilanen Fluss. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, hier sind die Leute krank wegen Lärm. Kranke Bürger, ja. Wegen Lärm. Schön. Sollen sie nicht in der Stadt wohnen, dann sollen sie hier rausziehen. Dort, wo ich gerade neue Ortschaften errichte. So, bitte da rein. Da bitte rein. Und hier wird die immergrüne Ebene entstehen. So, so. Hier gibt es dann noch eine Straße zur Autobahnausfahrt. Immergrüne Fläche. Ja. Ja, nee. Oder? Die braucht noch keine Autobahnausfahrt. Aber die Straße geht trotzdem einfach mal hier lang. Komm. Dann brauche ich hier... Komm. Die immergrüne Fläche bekommt ein immer lachendes Gesicht. So. Dann gibt es eine Verbindungsstraße. Dann gibt es eine Nase. Und Scheiße. Und dann gibt es nicht genug Platz. Dann mache ich das so. So. So und so. Verbinde das Ganze darüber. Mach das Ganze mit einer Nase und einen großen Mund. Ja, der schreit eher, aber gut. Das ist die Smiley-Gasse. Bin, glaube ich, gerade ein bisschen übersteuert. Egal. So, die Smiley-Gasse, die hat natürlich auch noch Ausfahrten. Und bekommt auch noch eine kleine Nebenstraße. Warum ich so baue, ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil es nett ausschaut. So, die Immergrünfläche hat hier einen kleinen Smiley. Das ist auch gut. Wir brauchen da wahrscheinlich auch noch Wasserrohre. Genau. Hier kann ich es auch gleich noch... Oh, Hallöchen. Wir haben kaum mehr Geld. Was ist denn jetzt da los? Wir haben kaum Geld. Aber hier fahren die Leute. Frage ist auch. Oh, ja. Das ist übel. Da müssen wir auf jeden Fall auch was für tun. Wow. Alles klar. Ja, hier herrscht Verkehr. Aber es ist ein Industriegebiet. Also, da braucht man sich in der Hinsicht nicht beschweren. Hier wird letztendlich mit Personen gehandelt, mit Gütern gehandelt und hier werden Güter produziert. Also, ich könnte, fällt mir gerade noch so auf,
hier noch eine Parallelstraße ziehen. Oh, die würde aber ganz genau passen. Die würde ganz, ganz, ganz genau passen. Jetzt ist natürlich die Frage, würden die denn auch eine zweispurige Straße nutzen? Boah, das passt ja wirklich haargenau. Als, Alter, als ob perfekt geplant. Alter, da flipp ich aus, Mann. Ja, genial.